Ja, von meiner Seite auch erstmal einen schönen guten Morgen, kann man ja noch sagen, kurz vor Mittag. Ich denke, die bessere Zeit als Nachmittag. Ich habe ein bisschen schwere Kost mitgebracht, nämlich um Digital Information Supply Chain. Wir gehen hier ein bisschen tiefer rein in die Materie. Die Absicht und das Ziel dieses Vortrags ist eigentlich, ein Vorgehen vorzustellen. Man könnte sich ja fragen, welche Absichten verfolgt für Unity Customer so einen Vortrag zu machen. Es ist einfach mal vorzustellen, wie agieren Unternehmen, mit welchen Methoden können Unternehmen agieren. Wir sind Systemintegrator und haben diese Methode entwickelt vor roundabout 8 Jahren und wenden die bei großen Konzernen an, aber auch bei mittelständischen Unternehmen, sowohl im Bereich Print als auch im Bereich E-Commerce, Infrastruktur, Integration, Kubernetes-Infrastrukturen, API-Management und anderen Dingen. Und ich habe das heute mal an einem Beispiel einer Software-Evaluation vorbereitet und gehe auch darauf ein. Insofern ist die Agenda von mir, eine Perspektive vorzustellen, das Vorgehen, wie macht man so ein Projekt und dann auch in Dialog einzutreten. Das heißt, es sind durchaus Zwischenfragen erlaubt. Insofern einfach mutig aufzeigen, reinschreien, das ist alles okay für mich. Ganz kurz, wer bin ich? Wer sind wir? For Unity Your Customer ist ein Unternehmen, was ursprünglich in der Schweiz gestartet ist. Wir sind an 18 Standorten in 7 Ländern. Befassen uns im Wesentlichen mit Digitalisierung, digitalen Wandel, systemagnostisch könnte man sagen. Das umfasst dann PIM-Systeme, MDM-Systeme, Shop-Systeme, Content-Management, Translation-Management, Print, whatever. Alles, was damit zu tun hat. Also eigentlich bauen wir die sogenannte Digital Information Supply Chain, weil die Supply Chain existiert schon für die physischen Produkte. Wir kümmern uns sozusagen um die digitalen Produkte. Also all die Daten, die um die Produkte herum existieren, bei Ihnen in Ihrem Unternehmen oder bei den Handelsunternehmen, bei herstellenden Unternehmen oder auch bei anderen Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit Daten zu tun haben. Wir haben 8 Bereiche, die wir klammern. Natürlich ist das, was wir tun, cloudbasiert und so weiter. Also ich werde auch hier nicht heute über ChatGPT berichten und KI und dass das notwendig ist. Tut mir leid. Aber ich glaube, in anderen Vorträgen gibt es da ganz viel zu. Heute geht es um Contemporary Business, das heißt Methodik. Ja? Wie gehe ich vor, um ein Problem zu lösen? Und mein Name ist Axel Helbig, ich bin einer der Geschäftsführer. Bei uns gibt es keinen Boss über alles, sondern es gibt Geschäftsführer für verschiedene Standorte, die zusammen entscheiden, wohin geht die Reise. Und unsere Standorte sind auch relativ klein. Das heißt, mit 250 Leuten kann man sich ausrechnen, 18 Standorte. In Griechenland sind es 5, in Australien sind es 12. Also wir sind eher eine Boutique als jetzt eine große Accenture oder Deloitte, sondern wir konzentrieren uns dann eher auf andere Dinge. Trotzdem schön gewachsen. Ein wenig. Ich werde heute die Exploded View vorstellen. Das ist eine Methodik aus unserer Toolbox. Und damit starte ich auch sofort. Wie gesagt, wenn Fragen sind, Sie können direkt reingehen, Zwischenfragen stellen, Verständnisfragen stellen, ist überhaupt gar kein Problem. Sie kennen wahrscheinlich diesen Herrn, hat mit ChatGPT nichts zu tun, aber der ist für uns sehr wichtig, weil das ist nämlich Leonardo da Vinci, der hat nämlich viele Dinge getan, die macht man eigentlich nicht. Man schneidet keinen Menschen auf, schon gar nicht im dunklen Kämmerlein, zeichnet die Sachen dann. Aber das Interessante daran ist, er hat Dinge gemacht, die sehr viel Klarheit bringen. Es mussten eben nicht andere noch Menschen aufschneiden, sondern man konnte in seinen Zeichnungen, Skizzen sehen, wie funktioniert es im Inneren. Das hat bis zum 17., 18. Jahrhundert war das unbekannt. So hat er auch hier die sogenannte Explosionszeichnung entwickelt, auf der wir unsere Methode oder an die wir unsere Methode anlehnen, weil er nämlich verschiedene Teile produzieren kann bei verschiedenen Tischlern, Schreinern. Er baut die zusammen und keiner erfährt was über das Geheimnis seiner Hebemaschine. Und wir haben uns gesagt, wenn man sowas sehr einfach auch darstellen kann und besser versteht, wie eigentlich die Funktion ist, oder bei einer Ölpumpe, wo es schon ein bisschen komplizierter wird, ja, es ist vielleicht sogar schon komplex, ja, dann weiß ich aber, da gibt es einen Federteller, der irgendwo hier ist und der ist vor der Scheibe und vor dem Sicherungsring und so weiter. Also es erklärt einiges viel besser, als wenn ich jetzt irgendwie jemand erklären müsste, du musst das jetzt auseinandernehmen. Man sieht es, es ist visuell. Und das Visuelle hat eben eine sehr große Stärke. Insofern haben wir Anlehnung daran genommen, haben gesagt, naja, ein Unternehmen, egal ob es jetzt ein Handelsunternehmen ist oder ein herstellendes Unternehmen, ist ja auch was recht Komplexes. Und wir zersprengen das jetzt einfach. Wir machen also sozusagen aus dem Unternehmen ein 6-teiliges Stück. Man könnte auch sagen, wir entwickeln Landkarten. Und zwar eine Landkarte, die für die Kunden und die Kundenschichten sind. Wir haben gerade über B2B und B2C gehört oben.
ja, da haben wir vielleicht einen Teil B2B, einen Teil B2C. Vielleicht gibt es aber auch eine Art Kachel für potenzielle Employees, also potenzielle Mitarbeiter oder für Partner oder was auch immer. Sie sehen auch, das ist hier eine transparente Kachel. Das heißt, darauf haben Sie relativ wenig Einfluss. Sie haben aber sehr viel Einfluss auf die anderen Bereiche, nämlich auf die Experience-Schicht. Das sind die Touchpoints, die Sie kreieren. Wir haben mal evaluiert, wie viele Touchpoints es gibt. Es gibt 128 Touchpoints. Es gibt sogenannte Channel-Cards, wo diese Touchpoints drin sind. Und dann kann man gucken, okay, was sind das für Touchpoints? Produktdaten enthalten, Preisdaten enthalten, Kundendaten enthalten, whatever. Aber es gibt eine ganze Menge. Und diese Touchpoints werden natürlich nicht einfach nur in den Markt rausgeschoben, sondern die werden irgendwie hergestellt. Dafür gibt es eine Organisation mit verschiedenen Abteilungen, Marketing, Produktion, Produktmanagement und so weiter. Und die nutzen dann wieder Prozesse und Systeme. Im Asset sind es also möglicherweise auch Maschinen, aber in der IT-Welt sind es dann eher Systeme, die PIM-Systeme, die Translation-Systeme oder welche Systeme auch immer, mit denen dann am Ende Daten gemanagt werden und diese Daten werden sozusagen abgelegt in diesen Data Layer. Ist ja jetzt erstmal alles ganz, ganz schön fein, ein tolles Bild. Man kann also jetzt sehen, wie sowas aufgebaut ist, aber es ist ja schon sehr abstrakt. Ja? Man sieht da so ein paar Männchen, ein paar Pfeile. Okay, die Pfeile könnten bedeuten, hier gibt es Prozesse und SAP-Berater werden jetzt ganz glücklich, weil alles mit Prozessen zu tun hat. Aber es ist eben nicht nur die Prozesse, sondern es sind viele Dinge drumherum, die etwas komplizierter sind. Insofern haben wir gesagt, wir sagen einfach mal, das ist ein Modell. Sieht hier lustig aus, 6 Schichten und dieses Modell ist natürlich nicht die Realität. Das Gute an diesem Modell ist aber, und deswegen stellen wir es vor, man kann an diesem Modell die Realität anlegen. Weil die Realität ist in den meisten Fällen recht unscharf. Ja, und das Modell ist eben nicht die Realität. Aber es hilft sozusagen, ein Verständnis zu schaffen. Und es hilft auch bei der Entwicklung und dem Design des To-Be, der Zukunft. Und deswegen sagen wir, okay, wir gehen einfach so vor, indem wir sagen, wir machen ein Modell der Ist-Situation auf dieser unteren Seite. Und dann lehnen wir dieses Modell an die Realität heute an. Die ist vielleicht nicht so ganz scharf, aber man kann sie in etwa beschreiben. Und dann fangen wir an, im Prinzip daraus ein To-Be-Modell zu machen. Das heißt, man nimmt Annahmen, das haben wir vor, das sind die Ziele. Und die Realität, die entwickeln wir dann sozusagen aufgrund gewisser Annahmen dieses To-Be-Modells über die verschiedenen Phasen. Dabei ist dann wichtig auch zu sehen, dass diese verschiedenen Phasen natürlich auch eine gewisse Priorität haben im Ablauf. Wenn ich mir jetzt eine Software nur angucke, dann ist das halt relativ schwierig, diese eine Software zu implementieren. Wenn ich aber das ganze Bild sehe, die gesamte sozusagen Datenwelt oder die gesamte Systemwelt eines Unternehmens, dann sind da Abhängigkeiten, die ich gar nicht ignorieren kann. Ich kann nicht ein Shop-System machen, ohne gewisse Vorbereitungen zu machen. Ich brauche vielleicht ein PIM-System, ich brauche vielleicht ein MDM-System, ich brauche vielleicht ein Translation-System. Und das erkennt man relativ schnell, wenn man eben mit diesem To-Be-Modell arbeitet, dass man hier in gewissen Phasen vorgeht. Und man sieht das auch hier, dass eigentlich der digitale Wandel, der Veränderungsprozess ist, einer relativ scharfen oder auch unscharfen Realität heute, an die man sozusagen das heutige Modell anlehnt, dann eine Projektion macht, auch modellhaft für ein Zukunftsszenario. Das können in 5 Jahren sein, das kann in 10 Jahren sein. Und dann erstelle ich mir sozusagen Zwischenphasen, wenn das also sozusagen mein 10-Jahres- oder 5-Jahres-Modell ist, um es ein bisschen konkreter zu machen, gibt es halt verschiedene Phasen dazwischen. Warum macht man das? Natürlich möchte man die Menschen abholen, man muss auch kommunizieren, es gibt viele Beteiligte im Unternehmen, die abgeholt werden wollen und die auch verstehen wollen, warum mache ich jetzt diese oder jene Maßnahme? Also gibt es sozusagen 2 grundlegende Fragen, nämlich: Wie kann eine Organisation wertstiftende Modelle erstellen? Wie kann eine Organisation wertstiftende Modelle erstellen? Das ist gar nicht so ganz so einfach, weil ja viel Interpretationsspielraum da ist. Jede Person hat eine andere Interpretation von einer Situation, weil er tiefer drin steckt oder weniger tief drin steckt. Und die andere Frage: Wie kann sich eine Organisation erfolgreich verändern? Erfolgreich verändern. Das ist ja schon mal so ein Punkt für sich. Was ist überhaupt erfolgreich? Veränderung, wie schnell verändern,
Welche Zwänge sind drumherum, wo ich mich entscheiden muss? Und deswegen haben wir dieses Modell etwas verfeinert. In den circa vor 8 Jahren zusammen mit der Firma Bosch, mit den ersten IT-Strukturen bei Bosch, der Zentral-IT, dann später mit Powertools, mit anderen Gesellschaften der Bosch. Und wir haben dann angefangen zu sagen, okay, wir müssen das eigentlich genauer machen. Es reicht nicht, jetzt so ein grobes Modell zu haben, das ist vielleicht ganz cool für Stakeholder-Kommunikation. Dann verstehen die auch so ein bisschen was, aber die wollen es eigentlich genauer wissen. Die wollen nicht wissen, wo ist denn wirklich jetzt das Problem? Auf welcher Ebene ist das Problem? Auf welcher dieser Landkarten ist das Problem? Und insofern haben wir angefangen zu sagen, okay, wir fangen mal so konzeptionell an, wir machen einen lustigen Block mit so 6 Ebenen und dann fangen wir an zu zeichnen. Ihr habt irgendeinen Use Case, sagen wir mal, ihr wollt ein Trainingsprogramm aufsetzen. Für ein Trainingsprogramm brauche ich vielleicht eine Software, um Training zu machen. Ein Trainingsmanagement-System. Nur beispielhaft, das ist jetzt reine Fantasie, nur mal ein Beispiel. So, dann braucht man dafür ein System, man braucht gewisse Daten, nämlich Trainingsdaten, Kontaktdaten und was auch immer. Und dann gibt es gewisse Prozesse, die ich brauche. Ich habe gewisse Personen in der Organisation. Dann brauche ich gewisse Kanäle, Touchpoints, Printmaterial, sonstige Dinge, um hier oben eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, um dieses Training dort anzubieten. Das heißt, in einem relativ banalen Case einer Trainingsplattform für ein Unternehmen starte ich und dann fange ich an, im Prinzip das zu detaillieren. Das heißt, ich sage, ich brauche ein sogenanntes Learning Management System. Das ist logischerweise auf der Systemebene, also auf dem Asset Layer. Das ist ein Produkt, das ist ein Softwareprodukt. Und so gibt es dann weitere Dinge. Es gibt hier Dinge, die prozesshaft sind. Es gibt hier zum Beispiel einen Prozess, der funktioniert nicht gut. Man hat ja nämlich da schon gewisse Dinge ausprobiert, eine gewisse Verfügbarkeit geprüft. Das hat aber nie funktioniert, weil die Menschen schlecht planbar waren. Also hat man hier auf jeden Fall ein kritisches Moment auf einem Performance Layer, also hier in diesem Prozess. Und so geht es dann weiter mit verschiedenen Modellierungstools, dass man eigentlich von dem konzeptionellen zum detaillierten Modell es mehr und mehr und mehr ausarbeitet, mehr Detail einarbeitet. Und man sieht hier schon auch eine kleine Auswahl an sogenannten Modellierungstools, was jetzt für Sie sicher bekannt ist. Es gibt eine Channel Map, es gibt eine Customer Journey, es gibt Use Case Diagramme, es gibt Organisationsmodelle oder Kapazitätsmodelle, Systemlandkarten, also Dinge, die jeder von Ihnen vielleicht schon mal hier oder da gesehen hat, die angewendet werden und die in einer gewissen Reihenfolge angewendet werden, weil auch eine Abhängigkeit existiert zwischen mit welchem Tool ich beginne, mit welchem Team ich beginne, in welcher Abfolge ich die Dinge, die Ergebnisse verarbeite. Das heißt, es beginnt also dann irgendwann auch, dass ich hier beispielsweise mit so einem Use Case Diagramm starte, weil ich erstmal die Situation modellieren will. Welche Menschen im Unternehmen, das ist jetzt sehr klein, ich glaube, hinten sieht man gar nichts mehr, aber hier gibt es gewisse Menschen, die sozusagen Bottlenecks sind oder die zumindest verantwortlich sind für verschiedene Bereiche im Unternehmen. Sagen wir mal, das Gelbe wären jetzt zum Beispiel die Produktstammdaten, dann gibt es vielleicht Kundenstammdaten, es gibt auch andere Printstammdaten. Man kann also mit so einem Use-Case-Diagramm relativ schnell und gut herstellen, darstellen, wo Flaschenhälse sind, wie Abhängigkeiten sind, wo konzentrieren sich gewisse Prozesse oder Verantwortlichkeiten. So, und wenn ich jetzt mal einen kleinen Prozess hier rauspicke, dann sieht man auch an diesem kleinen Prozess, hier geht es also um die Microsite zum Beispiel oder eine Newscape-Kampagne. Da gibt es eine Person, die ist eben in der Organisation. Da gibt es eben einen Prozess, nämlich Microsite aufbauen, pflegen. Und dann gibt es hier ein Asset, das wäre dann ein System, mit dem das dann geschieht. Das wäre jetzt mal ein ganz banales Beispiel über diesen Prozess. Wenn ich jetzt hier weiter reingehe, sieht man, dass die verschiedenen Tools sehr unterschiedlich gewichtet sind. Man kann natürlich Marktsegmentierungen machen, wenn wir jetzt über die Kunden sprechen. Man kann natürlich auch eine Channel Map machen, um zu gucken, welche Auswertungen haben wir schon gemacht, was haben externe Agenturen erarbeitet oder Analyseunternehmen. Die Organisationsmodelle, wie sind wir strukturiert, in welchen Ländern wird wie vorgegangen, welche Märkte werden in welchen Ländern bearbeitet. Gibt es Länder, in denen andere Segmente herrschen als in Europa, in den USA zum Beispiel. Das wäre dann alles auf dieser Organisationsebene. Und so gibt es hier weitere Felder. Die Herausforderung. Wie gehen wir jetzt genau konkret vor? Wir haben also jetzt beispielsweise eine Software-Evaluation zu machen. Wir haben also hier die 6 Ebenen. Wie würde man hier vorgehen? Fragestellung, E-Commerce-Plattform. Einfach mal rausgegriffen, es könnte jetzt irgendwas sein.
Dann gehen wir typischerweise so vor, dass wir erstmal eine As-Is-Situation erstellen. Das heißt, wir haben hier über alle Ebenen ein Bild, auf das sich das gesamte Projektteam committet. Das wird dann zusammen erstellt. Das ist ein Tages-Workshop möglicherweise. Und dann fängt man an zu sagen, okay, in diesem Bild werden zum Beispiel Customer Journeys gemacht. Es wird ein Research gemacht. Es gibt sowas wie eine Channel Landscape. Dann fängt man an, auch Mitarbeiter zu interviewen, Verantwortlichkeiten zu klären, RASI-Matrix zu erstellen, Use-Case-Diagramme. Und man sieht schon, dass man eigentlich über die verschiedenen Landkarten oder Ebenen eines Unternehmens geht, um die Gesamtinformation zusammenzutragen. Das Interessante bei der Exploded View ist, dass allen von vornherein klar ist, auf welcher Ebene diskutieren wir hier gerade. Sehr problematisch ist das in Unternehmen, wenn man über eigentlich Prozesse spricht oder die Organisation spricht, dass andere aber über die Systeme sprechen und ihre Verantwortlichkeit über die Systeme. Das heißt, die Zerlegung in diese sechs Ebenen schafft sehr viel Klarheit und sehr viel Zufriedenheit, würde ich jetzt mal sagen, zwischen den Abteilungen, weil immer klar ist, auf welcher dieser Ebenen reden wir gerade miteinander. Es geht dann hier weiter, geht es natürlich irgendwann auch zu einer Systemarchitektur. Man sieht schon, man springt im Prinzip von oben nach unten durch diese verschiedenen Welten und das ist dann auch so eine Abfolge, eine zeitliche Abfolge, wie man vorgeht. Und irgendwann parallelisiert sich das dann, dass man dann ein Data Assessment macht oder ein Informationsmodell entwickelt. Das ist das Fundamentale eigentlich, dass man nämlich alle Informationen eines Unternehmens eine Struktur bringt, die dann für alle verständlich ist. Das alle. Ja, aber über fortgesetzte Workshops über mehrere Monate. Ne? Genau, das läuft dann über 6, 8, 12 Wochen, bis dann so ein Bild entsteht. Und das Ziel ist ja, wir brauchen eine E-Commerce-Plattform. Also das ist ja sozusagen immer noch die Ausgangsbasis. Das heißt, all diese Dinge, die man hier macht, macht man unter der Berücksichtigung, dass es eine E-Commerce-Plattform geben muss. Sagen wir in diesem Beispiel für Europa oder für Deutschland, vollkommen egal. Und dann am Ende entsteht ein Bild. Und dieses Bild wird soweit ausgearbeitet, dass am Ende daraus dann ein Dokument entstehen kann. Und vielleicht auch nochmal zu diesem Informationsmodell. In diesem Informationsmodell wird dann auch genau beschrieben, sagen wir in einem Verlagshaus, welche Definition was denn bedeutet. Ja, mit der Definition Buch in einem Verlag zu arbeiten, ist halt schwierig, weil es Exemplare gibt, es gibt Manuskripte. Die Frage ist, was ist dann ein Buch? Also auch genaue Definition zu treffen, über was reden wir jetzt hier. Von da geht es dann weiter. Wir haben dann am Ende noch das User Story Mapping. Das heißt, passt das, was wir gemacht haben, eigentlich auf das, was wir tun wollten? Und dann geht es im Prinzip weiter in ein Dokument. Das wäre dann an der Stelle so eine Art FP, also ein Angebots- oder Anfragedokument. Und von diesem Anfragedokument wird es dann sehr konkret, weil Sie wollen ja die Plattform irgendwo kaufen, Sie wollen sie nicht selbst herstellen. Und dann entsteht im Prinzip meinetwegen eine Dokumentation des gesamten Prozesses, den wir gerade gesehen haben. Dazu werden dann gewisse Requirements aufgenommen in einem, ich sag mal, Jira-Board zum Beispiel. Und da steht dann schon genau drin, ja, wir haben die und die Einführung, die Customer Journey ist jene, wir haben auf dem Customer Layer das und das, wir haben auf dem Channel Layer das und das. Ist also sehr strukturiert. Man fasst dann sozusagen alles ab, was ich gerade gezeigt habe, in ein Dokument. Und dann wird im Jira-Board, werden dann schon daraus die konkreten Use Cases formuliert. Wichtigkeiten werden möglicherweise schon mit eingetragen. Ja. Eine Reihenfolge wird vielleicht schon vordefiniert, weil man sagt, es gibt gewisse Abhängigkeiten, die wir berücksichtigen müssen bei der späteren Einführung. Und von da aus gehen wir dann praktisch zum nächsten Schritt. Das wären dann so Scoresheets sozusagen, wo man dann wirklich konkret reinschreibt, okay, wenn wir jetzt einen Anbieter haben, was für eine Lösung? Kandidat 1, Kandidat 2. Welche Parameter sind wichtig? Was werden also aus den Requirements herausgezogen, um ein Spreadsheet zu machen, wo die verschiedenen Anbieter dann ihre Informationen abgeben müssen? Und man hat es unten gesehen, auch aus diesen Spreadsheets entsteht dann sozusagen, das ist hier mal ein Beispiel, ein Voting, dass man sagt, okay, der hat von den möglichen Punkten den 320 erreicht, sagen wir mal 500 mögliche Punkte, 320 Mittelfeld. Und dann würde man hier aufgrund der verschiedenen User-Stories hergehen und sagen, wir haben zum Beispiel beim Customer Service oder bei Sales Promotion verschiedene Bewertungen und diese Bewertungen werden angelegt, um dann eben zu sagen, das sind eigentlich so die Parameter, die uns wichtig sind. Wir haben die entsprechend bewertet, gewichtet und daraus ergibt sich dann quasi so eine Pro-Kontra-Betrachtung.
beziehungsweise dann auch hier in diesem Quadrantenmodell, wie stark ist der im Bereich Data Fusion, Data Integration, ja, Journey Analyse und so weiter. Das sind natürlich dann Parameter, die jetzt mehr Commerce getrieben sind. Das wäre im Printer wieder was anderes, im PIM was anderes, im MDM was anderes und so weiter. So, wenn wir soweit sind, dann gibt es natürlich nochmal eine Kostenbetrachtung. Das heißt, was kostet das Ganze, wie viel Aufwand wird da reinkommen? Wird ja typischerweise auch dann Anfragen gestellt. Ja, wie schätzt ihr das ein? Systemintegrator, habt ihr einen Partner, seid ihr selbst aktiv? Ja, Softwareanbieter haben auch vielleicht eine eigene Professional Service. Will man das nicht? Auch schon eine entscheidende Frage. Will man das nicht? Nimmt man einen Systemintegrator? Einige sitzen hier, wir sind auch einer und so weiter. Und daraus ergibt sich dann im Prinzip auch das Gesamtbild. Man hat also am Ende dann eine Softwareentscheidung. So, und wenn man die Softwareentscheidung hat, dann hat man erstmal nur die Softwareentscheidung. Das heißt, wir erinnern uns, wir haben nur die Software-Ebene bedient, aber wir sind vorher sozusagen durch alle Ebenen durchgegangen und haben dann auf der Software-Ebene eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung, die hat aber interessanterweise natürlich sofort auf alles Auswirkungen, was ich darüber habe. Und das ist eigentlich so die entscheidende Botschaft. Wenn ich etwas tue und vorher die Software vollkommen unbeeinflusst von den anderen Ebenen betrachte, dann könnte es hinterher zu einem Problem kommen. Wir sagen auch, wenn man eine Ebene komplett auslässt bei der Betrachtung, komplett rausnimmt, das ist das wie ein Flaschenhals. Das heißt, es wird da keine Information durchkommen, es wird eher scheitern. Wenn man eine Ebene rausnimmt, scheitert das Projekt. Garantiert. Vielfach gemacht, nie geglückt. Also man muss alle Ebenen betrachten. Natürlich muss man den Kunden betrachten und wir denken natürlich auch vom Kunden von oben nach unten und wir bauen es dann von unten nach oben auf, auch alles klar. Aber es gibt nicht so das führende System, die führende Strategie, sondern es gibt eben Blickwinkel aus verschiedenen Richtungen, eben aus der Kundenrichtung von oben nach unten, wer immer der Kunde ist und dann eben auch vom Aufbau der Systeme von unten nach oben. Ja, bitte. Wir nehmen ja alle auch an solchen Ausschreibungen teil, egal ob wir jetzt Integrator sind oder ja. Und eine Sache, die ich oft gesagt habe, auch in Beratungsprozessen, die sich damit beschäftigen, war, ich habe selten erlebt, dass solche Dinge an den technischen Sachen scheitern, aber oft, dass die an der sozialen Komponente scheitern. Wie berücksichtigt ihr denn, ich sag mal, die Chemie zwischen Hersteller und Integrator und eurem Kunden? Weil das war ja jetzt sehr, also ich finde es super, aber mir hat gefehlt, wie guckt ihr auf die Chemie? Also das Schöne ist ja schon mal, wenn ich ein einheitliches Verständnis habe über das sogenannte Informationsmodell, also ich weiß, über welche Definition rede ich wie. Wenn ich im Raum bin mit Managern, Produktmanagement, Marketing und so weiter, dann haben die schon von Begrifflichkeiten unterschiedliche Bilder im Kopf. Das heißt, es hilft brutal, erstmal überhaupt eine Sicht aufs Unternehmen zu geben, wo alle hingehen können und sagen, ja, hier an der Stelle haben wir den und den Kanal. Und sagen, ja, aber die Daten kommen hierher. Das heißt, warum zeige ich das heute hier? Ich bin davon überzeugt, dass dadurch extrem viel Ruhe in ein Projekt kommt. Die Stakeholder-Kommunikation gelingen kann. Man wirklich darüber redet, naja, wir hatten doch erst mal nur gesagt, dass wir eine App machen wollen. Jetzt redet ihr auf einmal über einen Shop. Ja, da haben wir aber andere Daten, da haben wir das und das und das und das und das. Das ist das, was die Sache eigentlich ausmacht. Dass man Sicherheit gibt. Und wenn ich darüber rede, in einer Runde oder indem ich was male auf dem Flipchart, das ist alles eine coole Sache, ja, man kann das machen. Es ist nur so wenig nachhaltig. So, und das Nachhaltige hier ist, das kann man ja als Poster auch wunderschön in die Nanol hinhängen und dann sagt man, Leute, jetzt aufstehen, Stühle weg, an die Seite, so, jetzt malt mal ein. Okay, wir wollen eine App machen, sagen wir im Agrarbereich, haben wir jetzt gerade eine App für irgendwie eine Maiskonfiguration. So, vollkommen klein, ja, die haben 40 Millionen Artikel und die wollen jetzt einen Maiskonfigurator machen. Dann ist hier oben ein Kunde, ein Bauer, der will einen Maiskonfigurator haben. Da muss man überlegen, was muss ich jetzt haben an Daten und an Systemen und an Prozessen und beteiligten Personen, um einen Maiskonfigurator herzustellen. Das ist eine ganz banale kleine App. Aber wenn alle verstanden haben und ich mache jetzt noch mal eine zweite App daneben, einen Kornkonfigurator und auf einmal merken die, hoppsa, da sind ja die gleichen Systeme beteiligt. Oh, dann sollten wir vielleicht mal miteinander reden. Und das hilft dann, eine Verbindung herzustellen und auch die Stakeholder-Kommunikation sozusagen zu optimieren. Timing? Oh. Keine Fragen mehr. Ja, ich frage schon. So,
Es gibt das Ganze natürlich noch in etwas komplexer. Wir haben jetzt, also erstmal schon mal vorausgeschickt für alle, die bis zum Ende bleiben. Da gibt es dann zwei QR-Tags mit White Papers in Deutsch und Englisch. Also es lohnt sich vielleicht, zu bleiben. Aber man sieht hier, dass man mit so einer generischen Sache dann auch in der Kommunikation zu den Stakeholdern, zur Geschäftsleitung natürlich sehr einfach gewisse Dinge erklären kann. Man kann konzeptionell kleinere Use Cases kurz mal skizzieren. Man kann detaillierte ausarbeiten. Das sind dann auch Poster in DIN A0, die man bei Bosch hinhängt, wo alle sagen, ja, das wollen wir aber behalten, ja, das hängen wir uns ins Büro, weil das ist wichtig. Und dann geht es hier weiter, wenn ich jetzt mehrere Bosch-Gesellschaften zum Beispiel habe, gibt es natürlich Abhängigkeiten untereinander. Oder wenn ich sage, wir haben eine Hornbach, wir haben eine Bosch und wir haben einen Endkunden. Es gibt Abhängigkeiten zwischen Lieferanten, Großhändlern und Händlern. Das kann man alles wunderbar herstellen, weil auch auf den verschiedenen Ebenen Interaktionen zwischen den verschiedenen Türmen sozusagen existieren. Und dann gibt es Almost Real, da geht es dann in Richtung, das lasse ich vielleicht weg, da geht es dann in Richtung Process Mining. Das wird dann macht man Process Mining auf jeder Ebene. Das kann man dann auch dynamisch in Realtime machen, aber das ist dann nochmal eine andere Qualität. Aber hier sieht man zum Beispiel, wie jetzt beispielsweise eine Verbindung ist zwischen drei verschiedenen Implementierungen eines gleichen Unternehmens. Man kann also durchaus sagen, man arbeitet in den verschiedenen Strängen mit verschiedenen Menschen, aber dann stellt man hinterher wieder die Verbindung her zwischen den verschiedenen Teams. Wichtig dabei, Informationsmodell. Also immer wieder, ne, man muss sich zusammensetzen. Das sind alles keine losgelösten Aktionen mehr, sondern das ist eben wirklich eine Digital Information Supply Chain. Das ist wie in der Supply Chain, wenn ich Bananen irgendwo aus Brasilien bekomme. Das funktioniert seit 40 Jahren wunderbar. Ja, aber ich hätte noch 40 Jahre. So, und wir haben noch nicht so viel Zeit. Und insofern ist das halt wichtig, um eben auch dann solche Bilder zu managen. Ne? Ja, man sieht auch, dass man natürlich auch entsprechende Parameter anlegen kann, nämlich wie entwickelt sich sozusagen die verschiedenen Systeme über die verschiedenen Jahre. Ne? Also wo hat man sozusagen eine Optimierung erreicht? Ne? Das Target ist sozusagen hier der blaue Strang. Und dann sieht man eben von 17, 18, 19, dass man sich immer näher dahin entwickelt. Man kann also auch messbare Parameter anlegen, um dann zu sagen, okay, wie hat sich das denn entwickelt jetzt mal über die letzten Jahre? Und wenn wir jetzt irgendwo, sagen wir mal, die Projektion gemacht haben, to be in 2025, wie weit sind wir denn von diesem Ziel weg? Was müssen wir vielleicht nach vorne ziehen? Müssen wir was umschiften? Ja, insofern Modellierungstools, ganz wichtig. Das ist eigentlich nur für diese to be, ne? In welcher Reihenfolge nutze ich welches Tool dann auch? Da ist ein bisschen Erfahrung natürlich auch gefragt. Aber welches dieser Tools nutze ich sozusagen, um diese Zukunftsprojektion zu machen, zu visualisieren, Stakeholder zu kommunizieren, zu entscheiden und dann zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich dann im Prinzip die Management-Tools, SWOT-Analysen, andere Dinge, wo ich dann sagen kann, okay, um das jetzt wirklich umzusetzen im Projekt, ja, man sieht ja auch hier schon, ist es einfach nur, ich habe ein paar Freelancer da drauf, ein bisschen Expertise oder machen wir daraus ein Programm. Und sobald Sie hier, da kann man es so ganz schemenhaft dahinter sehen, sobald Sie ein Programm haben, berühren Sie alle Ebenen. Wenn Sie nur ein Projekt machen, vielleicht zwei Ebenen. Machen Sie Expertise, einen Experten für SAP, der ist nur auf der Systemebene tätig. Der sieht das andere gar nicht. Das interessiert ihn auch gar nicht. Und das ist das Problem. Die interessiert dann nur die Systemecke. Und das ist dann schwierig, wenn Sie sechs Ebenen haben. Das geht halt nicht. Ne? Und insofern, wenn es Richtung Programm oder Business Development hier hinterkommt, dann noch sozusagen Ökosystem. Das wäre dann Interaktion zwischen Unternehmen, die kooperieren. Dann ist das noch ein bisschen komplexer. Gut, herzlichen Dank.